Frage ist jetzt nur. Die Frage ist nur. Genau, zeitkritisches Projekt. Trümmer in Centauri? Ach, das da. Nee, vergiss es. Wir müssen da unsere Schiffe nochmal deutlich umändern. So, es ist schön, wie jetzt unsere Ressourcen nach oben spritzen, genau. Spritzen. Das ist das, was ich sagen wollte. Konstruktionsschiff. Können wir den nichts bauen dann? Wie sieht's denn hier aus? System erkunden. Noch ein Forschungsschiff. System erkunden. Und das darf dieses System erkunden. Evading hostile fleet. Was haben wir hier? Autonome. Ah, hier sind wir die Drohnen. Ich würde halt gern erstmal diese. Ich habe halt einfach die Vermutung, deswegen ziehe ich es auf den Pulsaren ab. Hui. Anführer verstorben. Anomaly found. Erforsch mal. Und wir suchen uns einen neuen Wissenschaftler. Rekrutieren. Feldmanipulation. Wahnsinnig. System Survey complete. Ich sag, wir gehen erstmal hier auf Feldmanipulation. So. Research complete. Construction complete. Kostenumsiedlung. Asteroidenkollision. Bei genauer Untersuchung haben wir entdeckt, dass ein kleiner Asteroid, der fast ganz aus wertvollen Metallen besteht, kürzlich mit Odin kollidiert ist. Diese kleine, aber dichte Metallvorkommen befand sich dicht unterhalb der Asteroidenoberfläche. Nun aber ist er freigelegt und kann abgebaut werden. Cool. Beseitigung von irgendwas? Biolabor 2. Die Umstände schreiben vor, was moralisch gut und schlecht ist. Wenn man die Umstände definiert, kann man die Moral wie Ton formen. Okay, wir gehen erstmal hier auf Vulkanbeseitigung. Okay, okay, okay. von 31 ist der. Okay. 5 Bewohner brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Also müsste praktisch genau hinpassen. Ist ja schon angenehm. Das Problem ist bloß, der hat hier gar nicht so viel Ressourcen. Ah, das gefällt mir gar nicht. Kann ich das nicht noch irgendwie terraformen? Das Konstruktionsschiff ist noch da unten. Ich ziehe das jetzt mal da hoch. Wir können es ja wieder runterziehen. So. Anomaly found. Erforsch mal. Hier haben wir wieder einen Pulsar und ein Gasriese. Was ist das? Eine karge Welt, okay. Äh,
Verlassener Vergnügungspark. Was? Verlassener Vergnügungspark? Die Gebäude auf Briskol 2 sind nicht so alt, wie wir es erst angenommen hatten. Es scheint sich um einen Spielplatz oder einen Vergnügungspark zu handeln. Wissenschaftsoffizier Demalon stellt fest, dass viele der Vorrichtungen hochkomplexe Werke sind, von denen wir nicht viel lernen können. Zudem war dies in den Alien-Augen der Konstrukteure vielleicht eine modernste Sensomatrix oder sogar ein gigantisches Kunstwerk. Für uns Helonia aber sieht das hier mehr wie ein Ort aus, zu dem man seine Kinder mitnimmt, damit sie Spaß haben. Interessant. Research complete. Halt! Nein! Bleib da! System Survey complete. Das wollte ich nämlich. So, du darfst jetzt hier mal ausposten. Ach, 200 braucht wieder. Oh Mann. Wir sind irgendwie in einer kleinen Sackgasse gelandet. Anomaly found. Was? Unsere Sensoren erfassen von unsere Sensoren erfassen von einem isolierten Ort auf Europa-IAS arktischer Oberfläche unerwartete Aktivitäten. Ja, dann mach doch, erforsche. Wir haben eine neue Stufe erreicht. Und wir können was Neues forschen. Haha. Entfernung von giftigem Sumpf. Armeeunterhalt. Machen wir noch Diplomatie. Wenn es denn die ganze Zeit darauf hindrängt. 23 Monate, 5 Monate. Wir haben relativ wenig System Survey Forschungsmöglichkeiten. Was? Wissenschaftsoffizier Kaschnack hat uns einen Bericht übermittelt, in dem er sich darüber beschwert, dass er Europa-IA untersuchen soll, obwohl er dort nichts Interessantes zu finden ist. Ist er dumm? Dann soll er mal genauer hingucken. System Survey complete. So, das ist erkundet. Das ist erkundet. Das ist halt unerkundet. Anomaly found. Dann wechseln wir den mal. Research complete. So, was? Schon wieder Ingenieursforschung fertig. Was? Dabei war der so toll. System Survey complete. Rekrutieren. Wir nehmen wieder das mit wahnsinnig, würde ich sagen. Auch wenn er schon 50 ist.
Mineralverarbeitung. Speicherkapazität, das erhöht irgendwie die Speicherkapazität. Ich möchte gerne eigentlich. Oder Veredelungsanlage 1. Was bringt das denn? Ripper Autokanone. Suprasolide Materialien. Wir gehen mal auf Ingenieurslabor Stufe 2. Und dann können wir auch mal Labore bauen, langsam. Wo sieht's denn aus? Solum. Die starke Gravitation von Eugis 7.5 hat eine immense Anzahl von Weltraumtrümmern angezogen, die an einigen Stellen um den Gaswesen herum eine dichte Schicht gebildet haben. Die meisten Trümmer scheinen aus einer Reihe von Weltraumschlachten zu stammen, die vor mehreren Jahrtausenden im System stattgefunden haben. Die Trümmer wurden bereits von Plünderern nach wertvollen Technologien und Artefakten abgegrast, aber eine Bergbaustation sollte in der Lage sein, das Metall zu recyceln. So, komm mal her hier. Einmal entfernen bitte. Dann machen wir mal folgendes. Wir bauen... Hier gibt es nicht das, was ich bauen möchte. Ich möchte kein einfaches Forschungslabor, ich möchte ein spezialisiertes Forschungslabor eigentlich. Warum gibt es das hier nicht? Gemeinheit. Gibt's hier einfach nicht. Construction complete. Research complete. So, was macht jetzt dieses Terraforming-Teil? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Leider. So, wir brauchen leider so viel Einfluss. Halt. Ein Neutronenstern, schön. Sieht aber hübsch aus. Eine neue Sozialforschung, galaktische Verwaltung, Bewohnbarkeit plus 5. Wir machen erstmal das. Wir brauchen unbedingt gerade Einfluss, also erhöhen wir es um jedes Mittel. So, was ich gerne möchte, ich möchte gerne den Raumhafen und wir bauen jetzt mal wieder unsere kleine Armee zusammen, würde ich sagen. Corvette, der MK1 klar. Ah, fuck. System Survey complete. Sag doch was. Wir gehen mal wieder in den Schiffsdesigner. So, Corvette MK1. Wir haben mittlerweile Fusionsraketen. Was ist ein Grünsplitterwerfer? Zur mittleren Beschädigung von Feindschiffen, die waffenfähigen Emissionen von Kristallwesen und Smaragdklassen. Das ist ja geil. Jetzt müsste ich bloß wissen, wie viel
Angriff das macht. Titan. Da bleiben wir mal bei einer Autokanone, oder? Allrounder. Blauer Laser oder grün Splitterwerfer. Passt eigentlich so. Konstruktionsschiff. Siehst du, hier haben wir noch. Haben wir sonst nichts. Aber das könnten wir mal reinhauen. Allrounder. Hier können wir ein bisschen Leistung reinschieben in Titan. Brauchen wir aber einfach eigentlich nicht. Hier sollten wir ein bisschen was hinzufügen. Und zwar das damit ersetzen. Und dann. Halt, warte mal. Okay. Na gut. Damit wir ein bisschen schneller sind, in der Hoffnung, dass wir dann eher auf. Ja, also MK1 ist halt wirklich reiner Angriff. Reines Angriffsschiff. Ah, ich muss die natürlich speichern, ich Depp. Ich muss die natürlich speichern, bringt ja sonst nichts. Rounder hat mir so gelassen, MK1. Titan. Das hatten wir ausgewechselt mit der Autokanone, richtig? Richtig. So. MK1. Sieht immer noch gut aus. Passt. Passt. Guck mal, wir könnten hier sogar. Schreiben wir mal. Wir haben ja auch noch Energie frei. Und hier haben wir auch noch Energie frei. Und beim Transportschiff auch. Hier nehmen wir Fusionsraketen wieder rein. Ah, und hier haben wir jetzt erstmals einen Hangar. Aufklärungsschwadron. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Dann passt auch die Hyperraumfalle. Was hatten wir hier? Mauerbrecher, Schilddämpfer und genau hier auch Hyperraumfalle. Okay. Dann bleiben wir so. Wir haben es jetzt nicht stark verändert, ne? Ein bisschen. System Survey complete. So, nochmal bauen. Und Allrounder. Ups, das war's. Ah, komm, wir können auch langsam mal hier den Raumhafen verbessern. Research complete. Seltene Technologie, schön. Bemühungen um globalisierte Ressourcenpools und flexible Forschungszuschüsse. Cool. Das haben wir schon.
haben wir auch schon erforscht. Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Was gibt's denn hier für Gegner? Es sind doch bloß diese Amöbe, die tun doch nichts.